Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spider-Man. So, ich habe jetzt hier schon mal das Viertel freigeschaltet, soweit. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt doch die Nebenmission hier an. Netzwerk außer Betrieb. Da werden wir auch gleich mal hinschauen, was uns dort erwartet. 96 Meter, da müssten wir eigentlich gleich da sein. Dann schauen wir doch mal. Habe auch schon ein paar Rucksäcke wieder geholt. Ein bisschen offscreen halt einfach die ganzen Dinger ein bisschen eingesammelt. So, davon ist es auch schon. Alle Einheiten, wir verfolgen ein Fahrzeug. Haben eine Meldung aus Tribeca. So, schauen wir mal, was der zu sagen hat. Netzwerk außer Betrieb. Und wir starten die Mission. Ich weiß, du hast unsere Verbrechenssystemtürme gehackt. War ich nicht. Ich meine, welche Türme? Ist mir auch egal. Ich brauche deine Hilfe. Jemand stört das System. Mit mehreren Störsendern, um den gesamten Frequenzbereich abzudecken. Siehst du mal nach? Hilf uns. Dann sage ich auch keinem, dass du uns gehackt hast. Ich nenne es lieber teilen, aber okay. Okay. Ich kann das Signal der Störsender orten. Muss mich nur durch das Finanzviertel schwingen und nach einem Signal suchen. Signal geortet. Ich muss ihm nur folgen. Wir gehen mal einfach mit dem Radar ein bisschen mit. Ah, da oben, okay. Das Bildmarkgerät an, Leute, ganz vergessen ihr. Störsender. Fisks, Leute. Wie überaus schockierend. Hast du Angst, dass Spider-Man auftaucht? Gute Nacht. Aufgepasst! Ich sehe ihn! Muss den Störsender ausschalten. Bin erst fertig, wenn der Störsender zerlegt ist. Schlampiges Handwerk. Okay, dann würde ich sagen, zum nächsten. Na, der ist da vorne. Hab gerade einen Störsender zerlegt. Hat's was gebracht? Nein, aber wie gesagt, es gibt vermutlich mehrere. Ergibt Sinn. Ich werde sie suchen. Ob Fisks Handlanger wohl auch etwas mit dem ersten Ausfall des Systems zu tun hatten? Je näher ich am Störsender bin, desto stärker das Signal. Mann, eine Störparty und ich bin nicht eingeladen. Ist da jemand? Ich sehe ihn, der Bosch. Boah! What? Also viel aushalten tut das Spidey nicht, muss man schon sagen. Ich kann das Signal der Störsender orten. Muss mich nur durch das Finanzviertel schwingen und nach einem Signal suchen. Signal geortet. Ich muss ihm nur folgen. Ich dachte, wir haben einen Kopf gespielt, der uns aus dem System hält. Mann, eine Störparty und ich bin nicht eingeladen. Sag doch mal, ich glaube, ich habe mir die zwei Idioten da hinten erstmal umlegen.
Die haben mich vorhin nämlich platt gemacht. Was ist das? Das ist dein Ende! Hier. Aufgepasst! Ich seh! Okay, die zwei hätten wir. Zertrümmert ihm den Schädel! Muss den Störsender loswerden. Manchmal ist Gewalt doch die Lösung. Okay. Und macht Spaß. Der nächste ist schon dort hinten. Spider-Man, es funktioniert. Ich empfange ein schwaches Signal. Es ist undeutlich, aber da war irgendwas mit Fisk und Outfits. Fisk war der große Kingpin, aber gefälschte Klamotten waren nicht sein Ding. Je schneller das System wieder läuft, desto eher wissen wir, was sie vorhaben. Nur noch ein Störsender. Gehen wir hier hoch, schauen wir mal, ob hier irgendwelche Scharfschützen sind. Schaut aber rein von der Karte her nicht so aus. Nichts Verdächtiges hier. Okay, dann werden die alle da oben sein. Hab dich! Warum diese Störsender? Da ist der! Da ist der! Muss nur den Störsender zerstören. Okay. Gut, das war der letzte. Das System sollte jetzt wieder laufen. Sehr schön. Spider-Man, das Verbrechenssystem läuft wieder. Super. Mehr Info über Fisks Männer oder die Outfits? Nein, aber das System meldet nicht autorisierte Aktivitäten bei den Docks. Ich schicke die Koordinaten. Ich sehe mal nach. Ich muss schnell zu den Docks, bevor sie fliehen. Schauen wir doch mal, ob wir da schnell hinkommen. Genug für eine kleine Armee. Was immer die auch damit vorhaben, es ist sicher nichts Gutes. Muss herausfinden, was die Waffen sollen. Hat mich überrascht, was? Alarmbereitschaft! Wir haben ein Spinnenproblem. Okay, müsste noch einer da sein.
Schimmel. Verdammt! Jemand hat gehört? Okay. Vielleicht finde ich jetzt ja raus, was läuft. Läuft! Waffen, Wärteruniformen und falsche Ausweise. Sie wollten tatsächlich Fisk aus dem Raft holen. Okay, da kommt... Oh! Sorry, Leute, wird leider nichts mit dem Ausbruch. Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. Haben wir das? Nicht gestorben. Jetzt übernimmt wohl die New Yorker Polizei. Bei mir ist auch alles in Ordnung. Danke für deine Hilfe mit dem System, Spidey. Ich behalte für mich, dass du es nutzt. Aber wenn du erwischt wirst, weiß ich von nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon sie da reden. Also bis dann. Ich muss jetzt meine Selfies von den Servern löschen. Netzwerk außer Betrieb abgeschlossen. Läuft. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch in der Nähe? Wir könnten mal probieren, ob wir das Fisk-Versteck schaffen. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach werden. Da vorne ist eh schon das Dach. Yuri, die Baustelle ist so legal wie die Uhren, die am Times Square verkauft werden. Haftbefehl reicht das nicht. Wenn du reingehst, dann auf eigene Faust. Also wie immer? Ich will nicht respektlos sein, aber werden wir ganz normal weiter bezahlen? Gibt's hier auch wieder mehrere Wellen? Nicht respektlos sagen. Ich meine ja nur, ich hab Kinder, muss Unterhalt zu die Füße. Ja, ja, wir haben alle Ausgaben. Der Boss hat uns noch nie hängen lassen. Das wird... Hm? Warum so schüchtern? Wer ist das? Moin, süß. Das noch hier. Die Spinne hat Benny. Hier kommst du nicht raus. Ich brauche Unterstützung. Ja, gut. Er ist hier. Keiner macht dem Kingpin ungestraft Ärger. Hey, das ist nicht fair! Auf der Seite! Ja.
beide. Village Moves. Ihr seid zu spät, Leute. Keine Sorge, ich habe noch jede Menge Facekicks übrig. Echt jetzt? Noch mehr Typen? So viele Freunde habe ich gar nicht. Spider-Man, ich habe Unterlagen geprüft. Die Baustelle bezieht Lieferungen von Kartellscheinfirmen. Sie verschieben Drogen, ja? Nicht mehr lange. Großartig, noch mehr von denen. Leute, Fisk ist nicht hier. Ihr könnt einfach abhauen. Mehr Verstärkung? Das geht aber nur, wenn ihr alle in Clown-Autos kommt. Ja, was gefasst. Abgeschlossen. Das zweite jetzt schon. Ich habe hier einen Haufen bewusstloser Gangster und Designerdrogen. Sie warten schön abgepackt auf dich. Ich betrachte das einfach mal als anonymen Hinweis. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, machen wir doch an der Stelle einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder.
eventuell auch dann mit der Hauptstory. Aber ich will erstmal die Fotografierpunkte hier oder die Aussichtspunkte hier noch abarbeiten und dann machen wir mit der Hauptstory weiter. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und würde mich echt freuen, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.